Hey Kids, als Grovi, hier ist wieder euer Udo. Und hier ist auch Martin. Ja, und ich bin auch dabei. Und ich habe noch einen mitgebracht. Ja, ich bin Neil und ich unterstütze die beiden noch ein bisschen. Und ich mache mal ein bisschen lauter auch noch. Ja, und ich denke mal, jetzt wo Neil dabei ist, wird's noch schlechter. Das denke ich auch. Ich tue mein Möglichstes. Ja, Neil wird einer sein, den ihr wahrscheinlich auch noch bei einem Special kennenlernen werdet, beziehungsweise besser kennenlernen werdet, oder wiedererkennen werdet, oder was auch immer. Ja, du machst ja weiterhin noch die Kommentare, ne? Ja. Und machst halt, sagen wir dann, ein paar Effekte hier noch mit bei. Ja, schön. Und ich würde sagen, wir setzen uns mal weiter in der Mission. Wir haben hier schon mal probiert aufzunehmen. Allerdings, ja, ist die Aufnahme war von schlechterer Qualität und alles. Deswegen machen wir es normal. Und ich würde sagen, starten wir mal hier weiter. Kapitel 17, Wandelnde Türme. Oder was sagt ihr dazu? Hau rein. Ja. Let's go! Was war das denn gerade? Keine Ahnung. Egal. Okay, Kapitel 17. Wandelnde Türme. Nehmen Sie den Jäger und suchen Sie die Schlucht, in der die Steinriesen leben. Benutzen Sie sie, um den Stützpunkt der Verunaner im Nordwesten zu vernichten. Kein Problem, würde ich ja sagen. Und da werde die Mission ja neu schon mal wieder gespielt haben. Wissen wir auch gleich, wo wir mal gehen müssen, nämlich hier hin. Oder war es hier hin? Verdammt, weiß ich doch nicht mehr. Nein, das war rechts oben. Ja, nur deine tollen Tipps. Das waren wahrscheinlich keine Tipps, du denkst wirklich wahrscheinlich, dass sie da oben sind. Und du wärst wahrscheinlich wieder schnurstracks erstmal hier in dieses feindliche Lager hier hingelaufen. So, wir begleiten den normalen Jäger hier mal. Lass mich flüstern! Außerdem ist er schon ziemlich angepisst, wenn du hier noch weiter so machst. Siehst du? So, die Steinriesen dürften, glaube ich, entweder hier oder in der nächsten Schlucht sein. Ich glaube, ein bisschen weiter rechts. Ein bisschen weiter rechts? Meinst du hier? Jupp. Also, stimmt, Erdkunde wäre das echt schlecht. Ja, aber er hat ja keine Erdkunde mehr. Stimmt. Richtig. Auch keiner da. Ist ja, super Tipp. Ich wollte eigentlich hier... Wir sind weiter nach Westen. Vielleicht. Wollte ich ja, eigentlich ich würde sagen, letztes Mal waren sie da, wo wir jetzt waren. Okay, dann wechseln wir anscheinend andauernd ihren Ort. Das ist mir nämlich auch gerade neu. Ja, ich hatte denn bei mir waren das ist immer hier in dieser Ecke. Probier's doch mal. Probier's erstmal hier. Okay. Nee, auch nichts. Tja, sind sie schon so groß und man findet sie trotzdem nicht. Ja. Das ist doch ein bisschen doof. Wenn du jetzt ein bisschen weiter nach Norden gehst, vielleicht? Bitte? Wenn du jetzt ein bisschen nach Norden gehst? Ja, so Neil dich ja korrigiert hat, musst du gleich hier der Erdkundekenntnis wieder auspacken. Na klar. Hier waren wir doch schon. Hm. Sag nur, wie sind wir hierher gekommen?
Wenn, dann müsste das ja der Jäger da sagen. Der ist schließlich ein Bär. Ein bisschen leiser, aber es macht doch ein bisschen, wenn es zu laut ist. Vielleicht sind sie tatsächlich hier irgendwo und wir haben sie einfach nur übersehen oder so. Wenn wir solche Helden sind. Ah, da sind sie ja. Und sie wechseln wirklich den Ort. Das wäre ja auch zu einfach. Aber bei mir war es immer so, dass sie hier in dieser Schlucht hier waren. Tja. Ja, also das hier sind halt die neuen Steinriesen. Das sind Fernkämpfer und die schleudern halt logischerweise mit Steinen. Und der da nicht, der will nicht oder so. Keine Ahnung, der kommt jetzt aber trotzdem mit. Und wir räumen mal da oben ein bisschen auf. Machen mal ein bisschen Party hart. Ups. Ich hoffe, das sah man gerade nicht im Video oder so. Denn irgendwie war mal kurz, bin ich kurz irgendwie aus dem Spiel rausgekommen. Warum, weiß ich nicht. Ist mir eigentlich auch neu. Ja, jetzt kennt ihr vielleicht Martins Desktop-Hintergrund und Hintergrund. Hintergrund dahinter. Ja, drunter, hinter, vor, dahinter, unter, Ober, Ammer, Gau. Und so, ne? Mhm. Kinder, ich seid hier, um ein paar Themen vorzuschlagen. Lukas vor allem hier. Sonst wärst du ja gar nicht mal in fast jeder anderen Folge dabei. Ist viel. Im Moment ist gutes Wetter draußen und trotzdem sitzen wir hier drin und zocken. Ja, wir sind einfach die geborenen Gamer. Also nicht Gamer, sondern Gamer. Stimmt, du riechst auch schon so ein bisschen. Ja, ich habe mich auch seit 2 Wochen nicht mehr gewaschen, wie es halt sich von einem richtigen Gamer gehört. Und wenn wir das RTL-Klischee mal auch aufrecht halten. Ne? Kriegst einen Daumen für. Gefällt mir. Das ist aber schön. Und der kann mal von hier hinten mal zugucken. Der Daumen oder der Jäger? Der Jäger natürlich, unser Jägermeister. Ich finde das auch so witzig, jedes Mal, wenn du so einen heiligen Stein siehst, sind da so noch so ein paar Steine im Kreis drum geordnet. Ja, ach, das ist jetzt auch so witzig. Ich weiß nicht, egal, das ist einfach egal, wo du guckst, du findest immer diese Steine drumherum. Ja, ist es normal. Ja, es könnte aber auch genauso gut sein, dass ein heiliger Stein mal kurz irgendwo alleine steht. Das kann natürlich auch sein, aber es kommt so nicht vor. Da ist ein Nachtturm oder so, den machen wir sofort mal, schmeißen wir sofort um. So geht das nämlich. Nichts gesehen, aber trotzdem kaputt gemacht. Er hat schon was gesehen, wir nicht. Weil da dieser komische Mauer im Weg ist. So, hier, Freiheit für alle. Das ist ja ein Turm oder so, glaube ich. Verdammt, so ein Stein liegen. Ich bin ein bisschen wieder zurück. Weil ich will nicht unbedingt einen hier verlieren. Hey, Lukas, hast du wieder was zu lachen? Ja, allerdings, die Animation, wenn hier Einheiten sterben. Ich meinte eigentlich hier die Steine. Ach so. Hat er nicht gecheckt dazu. Das glaube ich aber auch. Erzähl doch mal was Lustiges. Jetzt kommt's. Nö, erzähl du was Lustiges. Nee, dann muss ich ja erst die Witz-App wieder starten. Seht ihr, der hier sein HTC hier hat? Jetzt hast du eine Werbung gemacht. Oh mein Gott. Sein Smartphone oder was das immer ist. Seht ihr, das hat und muss das immer wieder auspacken, ja.
Die wollen ja Stress unbedingt. Der auch. Tja, aber die machen es nicht lange. Korrekt. So, jetzt du. Du darfst jetzt auch mal in die Reihe kommen. Ich finde die so witzig, die laufen einfach nebenher. Ja, weil die es einfach nicht können hier. Die haben es einfach nicht drauf. Ja. Nerv nicht. Du auch nicht. Sieht schon witzig aus, wenn so ein riesiger Felsbrocken einfach mal zerspringt, wenn er so eine Frau trifft. Wir haben schon wieder gesehen. We're the Masters of Disasters. Und wir haben schon wieder null Verluste. Die sind so gut, ey. Okay, bei denen müssen wir mal alles schwer. So, Innovations hier. Ja, wunderbar. Okay, nächste Mission, das war das nicht, sondern das hier. Krieg. Und wir starten mal die Mission. Krieg. Es kommt mir so vor, als hätte Zonen einfach nur das geerntet, was es gesät hat. Mach mal der Bauer-Tipp. Mach irgendwas mal. Ja, okay. Kapitel 18, Krieg. Benutzen Sie die Steinriesensprung zu verteidigen. Sie werden noch mehr Magnetsteine errichten müssen, um Ihre Baufähigkeit zu steigern. Stellen Sie so schnell wie möglich eine größere Truppe zusammen. Lassen Sie von der Luft aus aufklären. Information ist der Schlüssel zum Erfolg. Zerstören Sie die Invasoren jenseits des Flusses im Westen. Kein Problem, machen wir sofort. Da wäre ich auch für. Es ist eine Mission, die halt etwas länger dauert alles. Und ja, schauen wir mal. Also die wird wahrscheinlich ein paar Folgen lang werden, diese Mission. Freue ich mich jetzt schon drauf. Boah, ich weiß noch beim letzten Mal, wie die da jedes Mal ihren Stützpunkt im Norden aufgebaut haben. Naja, wir haben den nicht aufgebaut, die haben uns immer vom Norden nachher aus angegriffen. Ja, oder so. Genau. Und du brauchst danach einen heiligen Stein hin, den wir unbedingt haben. So schön aussieht. Dem kann ich nur zustimmen. Vom Papst selbst gesegnet. Und wir haben hier unseren Tierbändiger. Und der Tierbändiger, den habe ich glaube ich auch noch nicht gezeigt. Er kann halt wie der Tierführer auch Magnetsteine bauen. Er kann aber auch Kraken ausbilden, Greifen und Basilisken auch, so wie Harpien und auch Tierführer und Tierfürsten. Er kann auch noch sonst, glaube ich, noch Todestoteme bauen, die wir in dieser Mission leider nicht bauen können. Bauen wir mal ein paar von denen aus, weil die sind echt nützlich zur Verteidigung. Die Basilisken. Die bringen es echt. So, wir bauen ein paar Jäger aus, genau. Bauen ein paar Jäger aus. Ein paar von denen unbedingt noch.
Und inzwischen habe ich es verstanden, dass es für die Verhältnisse von Kingdoms keine große Armee. Nein, überhaupt nicht. Ich dachte schon, wenn du sie von unten vom Süden her aus angreifen oder so. Kommt noch, kommt alles. Wollen es mal nicht hoffen. Also ich sehe jetzt nicht viel Potenzial zum Fällen bei dieser Mission. Da freue ich mich ja schon drauf. Also wir haben es ja auch schon bei letzten Aufnahmen ziemlich schwer damit getan. Ja. Sehr schwer. Kannst du eigentlich hier schon Draken ausbilden? Ja, die kann ich auch. Mit dem Tierfürsten nämlich. Die Basilisken stellen wir mal dort zur Seite hin, weil wir haben halt einen Art Schwachpunkt. Und das wollen wir ja nicht, diesen Schwachpunkt wollen wir uns ja tunlichst vermeiden. Bisschen weiter nach hinten, denn sonst ist das doch ein bisschen gefährlich noch. Und davor schon was die Steinriesen hin. So nämlich. Ja, was können. Und danach wollen wir noch gerne so eine Harpie ausgebildet haben. So, das ist halt der Tierfürst. Und zwar wie der Tierbändiger und Tierführer kann er auch Magnetsteine bauen. Mhm. Er kann auch diese Rochs bauen, diese riesigen Vögel, die ich schon vor ein paar Folgen gezeigt habe. Und auch die Steinriesen und den Draken, wie du gerade schon nachgefragt hast. Und auch halt auch die Tierbändiger. So. Oh, ein paar Steinriesen drin. Wieder so einer. Okay. Oh mein Gott, sie greifen da an. Sehr weit kommen sie aber nicht. Okay, und unsere Harpie kann halt feindliche Einheiten bekehren. Sie suchen hier mal nach einer venerischen Priesterin. Wir werden gerade von allen drei Seiten...